Herzlich willkommen bei der übersprungenen Aufnahme. Wir haben es wieder geschafft, eine Aufnahme zu flashen. Zu zerschroten. Zweimal hochgeladen. Omi hat es nicht geklappt und nachher war alles nur noch Gerissel. Das passiert. Wir hatten in unserem Dorf noch einen letzten Kampf. Den haben wir bekommen. Gewonnen, meine ich. Und dann war das das Schöne. Wir haben ein Portal bekommen. Und wir sind jetzt auf der neuen Insel. Müssen irgendwie Barbarella klar machen. Und wir haben die Aufgabe, Eisen zu suchen. Wir brauchen nämlich Eisen. Ohne Ende. Oh, diese Dinger. Und ja, ich weiß, es wird Zeit, dass wir das Eis mal auf dem Computer spielen. Weil das sind ja keine Zustände mehr langsam. Oh Mann, wegen den Aufnahmefehlern. Also, das ist jetzt das dritte Mal? Dritte? Vierte? Ja? Das ist ein bisschen doof langsam, ja? Schon mal auch ärgerlich. Also, ihr verpasst ja nicht so. Ist das euer Ernst? So ein Kack. Wie komme ich schon da jetzt wieder raus? Das ist ja doof hier mit diesen Einbrüchen da jedes Mal. Kohle brauchen wir auch. Kohle nehmen wir mit. Sofern der Herr von Geffen wieder Platz hat. Diesen Pelz. Ach guck, da habe ich aber so viel noch. Also wir machen es so. Oh Mann. Lass mich aus. Boah, Wahnsinn. Also das haben die echt nervig gemacht. Kann man ein bisschen Eisen mitnehmen. Dass wir wenigstens die Aufgabe mitnehmen. Was war noch? Viel zu viel Text. Jedes Mal dieser ganze Text. Es ist schon Wahnsinn. Aber viele Bäume haben wir jetzt hier auch nicht. Chilischoten haben wir gefunden. Die seht ihr da hinten. Die Chilischoten. Chilischoten. Gekämpft haben wir umgebaut. Ich meine das aber mit dem Umbauen, das habt ihr schon miterlebt. Ja. Mit dem Umbauen schon. So, hier mal ein bisschen aufs Maul geben. Schön. Lässt jetzt irgendwas liegen, was wir bräuchten. Okay, einmal at home. Und eine Mücke hat mich gestochen. So. So sieht's aus. Aber ich glaube, das kennt ihr doch, oder? Kennt ihr das so? Doch, da drüben ist das Portal. Gekämpft haben wir da. Die Lappen hier haben sehr gut geholfen. Scheiße haben die gemacht. Dreck haben die geholfen. Kisten, komm, das können wir da rein tun, ins Schlafzimmer. Ja. So. Dann mal ein paar Lämpchen hier hin. Stufenaufstieg, jawohl. Level 3. So. Ja, einen leeren Raum haben wir jetzt. Nett. Mit dem Feuer immer wieder schicker. Na. So, sweet. Eisen können wir machen. Jetzt müssen wir nur hier ein paar Sachen mal reintun. Sarah hat mich jetzt in die Mücke gestochen. Fassbar. Oh, wartet. So, sieht mal wieder nett aus. Speichern können wir mal. Ich hätte mich auch geladen, aber wir haben leider viel zu lang gewartet mit dem Speichern. Wir hätten wieder von weiß Gott wo anfangen müssen.
Eisen. Ja. Oh shit. Achso, den kann ich mitnehmen. Nö, geh weg. Bauen. So, mein Freund, bist du jetzt happy? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ach, Brüller, pfeifen haben wir. Die sehen ja aus wie Schweine. Eisenbahn gemacht, jetzt können wir Hämmer bauen. Rüsten wir uns mit Eisenhämmern aus, habe ich schon. Ah, bald ist die Zeit gekommen. Wobei die Betonung auf bald liegt. Guck doch mal, ob du sie nicht auf Trab bringen kannst, was auch immer sie aufhält. Hilf ihnen dabei. Kupferbarren. Gut. Das hast du prima gemacht. Ah ja, er möchte was. Mann, David, woher hast du denn gewusst? Wir sollten mal bald losziehen und Barbarella retten. Wäre es nicht toll, wenn wir einen Ort hätten, den es so richtig einheizt und wir aber gleichzeitig auch schön entspannen können? Ein Ort, der unsere Herzen wärmt und... Okay. Badestube, wenn du da drin was aufhängst. Irgendwelche Ideen, David? Wenn du schaffen kannst. Oh, jetzt überlegt er. Oh, er überlegt. Und jetzt kommt's. Waffenladenschild. Ah, nett. Ja, das hauen wir da hin, ne? So. Waffenladenschild. Das ist ja cool. Hä? Ja, ernst? Wo soll ich das jetzt machen? Da hier. Oh, Farbe. Blauer Glibber. Da haben wir, glaube ich, nur die rosanen. Blau. Meines Erachtens auf der other side. Komm du mal mit. Also mitkommen ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ah, jetzt haben wir die Eisen- und Kupfersachen mitgenommen. Nein. Haben wir hier blaue? Wir haben die hier. Steine. Sieht echt nett aus. Das haben wir auch wirklich hochgesetzt. Da ist die Hand. Also ich habe das Gefühl, hier gibt es keine blauen Männchen. Zypressensetzling. Aha. Oh, nett. Ja, sehr gut. Der Nachbar hupt wiederum. Dass der auch nichts liegen lässt, was cool wäre. Was haben wir denn hier? Auf diesem Schild steht was geschrieben. Mine des Monster. Für Menschen verboten, Hände weg von unserem Eisen. Die war ja da hinten, glaube ich, ne? Burg der Monster, zum Menschen verboten, Hände weg von unseren Gefangenen. Ah ja. Nett. Jetzt hat er mal so einen Holzhammer am Start. Ne, hier gibt's keine Flummis. Ich würde eine Runde Eisen mitnehmen, aber... Ach komm, machen wir. Kisten. Oh, Töpfe. Licht. Kommt das Licht immer wieder? Nee. Ja, ja cool. Ja, ihr seht ja. Okay. Dann einmal nach At Home. So. Ah, mit zum Homie. Bruno verlässt die Gruppe. Mit zum Homie ist es dann doch ein bisschen netter.
Zedernsetzling. Wächst zu einer Zeder heran. Wenn innerhalb deiner Siedlung gepflanzt wird, Bonuspunkte 50. Pflanze. Super stachelig. Ah, okay. Kannst du Gedanken lesen oder so? Eben habe ich nach dir gesucht. Bald ist es an der Zeit, wenn ich daran denke. Aber ich weiß, koch mir eine Mahlzeit. Ich habe gehört, auf der anderen Seite eine Menge super scharfe Chilischoten. Brat mir mal ein schönes dickes Steak mit einem feurig scharfen Chilischote. Oh, da hätte ich jetzt aber auch Bock drauf. Darf nur keine Fleisch essen. Mach's mal Witze. Hat der Vegetarier mehr? Okay. Singendes Steak. Ha. Herrlich. Hi, Salbe. Kräuter können wir einmal machen. Brauchen wir denn noch irgendwas? Einmal Lager für Feuerschall, Stroh, Türen. Holz bräuchten wir dafür. Schurfsieb. Schaufel, Riesenhammer. Alles okay. So, hi. Ich möchte das hier. Was für ein Steak brauchen wir eigentlich? Stachelhasensteak. Wir haben bald keine Kohle mehr. Ach, Menno. So. Dann kommt das hier hin. Und das dahin. Und den pflanzen wir. Dann brauchen wir Erde. Komm her. So. Schön. Raus mit dir. Raus mit dir. So. Schön. Wo ist der Lulatsch mit dem Steak? Der pennt mal wieder. So. Da ist ja das Fleisch für mich. Ah, Steak, bitte sehr. Einmal. Erstmal einen kleinen, klitzekleinen Bisschen. Mampfer vom Schlürf. Potstor, das ist der leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Ehrlich gesagt habe, ich brauchte dir keine Vorwürfe zu machen. Wir haben nur Vegetarier geworden, weil ich Barbarella nachmachen wollte. Und das ist zu viel Text, was keinen Schwanz interessiert. Oh, Stechpfirsich. Lecker. Perfekt. Was wollte der nochmal? Ich glaube, das ist mit der Badestube vorne. Hast du schon was aufgehängt? Was unsere Mucki zum Zucken? Ah. Liebe zu bringen, brauchen wir bloß was, was du uns mit Kampfgeist erfüllt. Waffenladenschild, die du dir ausgedacht hast. Und ein paar Zierschild. Aber wie war das Schild nochmal? Oh Mann. Nee, hier. Wie war das nochmal? Dann machen wir noch eins. Farbe war das. Und Farbe ging nur... Kohle und blauer Glibber. Das war das. So. 300. Schon Wahnsinn. Blauer Glibber war aber auf der anderen Seite. Jetzt gehen wir aber schnell schlafen, weil darauf habe ich nämlich keine Lust. Auf die Kämpferei. Bilder stehen vor Davids geistigem Auge. Oh. Sieh da, ihr seid mir ein gefälliger Anblick.
Wollt ihr einen sinnliche Olla probieren? Es kostet nur 20 Münzen. Münzen, genau. So ein Jahr aber tugendhaftes Wesen gehört wohl dazu, wenn man ein legendärer Held ist. Wenn ihr euch einmal anders überlegt, dann sagt mir Bescheid. Nett. Süß mit den Blumen auch. Wart ihr schon auf dem Eiland? Für wahr, aber man sagt, womöglich seid ihr ihr mächtiger als dem Anschein hat. Ha, das war natürlich bloß ein Scherz. Ich weiß wohl, dass ihr Edrics Nachfahre seid. Ich glaube, den kennen wir ja schon. Der legendäre Nach nutze der mächtigste Edric einen Regenbogen als Brücke, um die verlorene Insel im Nordwesten zu erreichen. Danach sollte er durch eine verborgene Tür in die Finsternis hinabgestiegen sein und den Thronsaal seines Widersachers betreten haben. In der göttlichen Weisheit erwählte die allmächtige Rubis euch zum Helden, der die Welt vom hersatten Drachenfürsten erlösen. Ich glaube, bei den Sternchen sollte David stehen. Schreibfehler! Es obliegt euch, eure heilige Pflicht zu erfüllen, die Finsternis zu bezwingen und das Licht zurückzubringen. Es schien eine Erinnerung vor langer, langer Zeit gewesen zu sein. So. Ham Ham in mich ein. Oh. Da geht mir doch glatt der Holzhammer kaputt. Metallhammer. Ja, haben wir schon gut rumgehauen. Bau uns auf den Kopf und fertig. Komm her. Dich nehme ich nämlich auch noch mit. Ein Schlag. Da können wir drüben noch ein bisschen Kohle sammeln. Da kommt der Dicke nicht hoch. Da sind die blauen Flummis. Stachelig. Jetzt können wir ja die Steaks auch machen. Dann lohnt sich das nämlich auch. Nett. So, den auch noch mit. Schritt für Schritt ans Ziel. Wie lange auch so ein Hammer hält, ne? Was braucht mir denn noch für den Hammer? Für den Hammer. Für die Farbe. Das war das Glibber. Und da war dann nochmal was. Müssen wir gleich mal schauen. Oh ja, Kaktus können wir ja auch gebrauchen. Können wir das Kaktusessen machen. Hier nochmal ein schönes Steak mit. Schöne Feder. Das mit den Schienen wird auch eine nette Sache. Sollen wir es wagen? Komm, den Golden, den machen wir platt. Gerade so richtig in Streitellaune. Golem? Oh, der war ja nice. Voilà. Okay, der ist stark. Lass mal's dann doch lieber. Wir brauchen ein bisschen Kohle.
Was willst du denn jetzt hier? Was willst denn du hier? So, das ist Eisen. Das ist Kohle. Schön, jetzt sammelt er nämlich nur noch die Kohle ein, weil mehr haben wir ja nicht hier. Oh, Mann. So. Ist jetzt doch nicht wahr. Okay. Glibber. Anleitungen. Farbe. Die doofe Farbe. Kohle war's noch. So, Kohle. Okay. Hasi? Na, Hasi bringt nichts rüber. Ah, okay. Schön. Dann hier noch ein bisschen Kaktus. Ach, egal. Okay. Da ist die Mücke. Da ist die Mücke. Geh weg jetzt, Mücke. Ist doch jetzt nicht wahr. Ich habe ja keine Federn mehr. Ah. Ja, da sollten wir mal welche mal platt machen. Das müssten wir mal tun. Welche Vögel platt machen? Das wäre eine gute Idee. Wir müssten welche platt machen. So. Bin wieder hier. Oh, das ist Holz. Das sieht gut aus wie Holz. Eine Runde kochen. So, was können wir denn alles kochen? Okay, dann haben wir das noch. Okay, eigentlich haben wir Kohle geholt, ne? So. Schön. Das da kommt rein, das da kommt rein. Steaks. Das können wir aufhängen. Das ist eine doofe Pflanze. Das ist Essen, 10 Stück. Ja, das, da brauchen wir nicht so viel immer. Okay, dann machen wir das blöde Schild noch. Ach, Farbe. Ja, ist ja gut. Hier. So, einmal. Ups, nein, das mache ich mal einmal. So. Dann dahin. Einmal bitte. Nein? So. Okay, Mücke, geh jetzt. Blödes Ding. Ah. Baum. Kraftprotz Badestube. Beknackt. Einfach nur beknackt. Ja, danke. Ha, ich kann schon spüren, wie mein Herz schneller schlägt. Bäder sind das Symbol von Kohl. Unsere gute Barbarella liebt Bäder über alles. Sie hat oft erzählt, ich bin gespannt, wie die aussieht. Hast du das gewusst, David? Seitdem berührt sie über seine alten Pläne und baut mit ihnen neue Waffen. Vielleicht ist das der Grund dafür. Aber auf jeden Fall danke dafür. Dieses ganze schimmernde Schwerter. Oh, schön. Jetzt haben wir die Flügel. Das ist cool. Das ist super. Und wieder ein Kampf. Bäumchen wachsen, wachs. Da kann ich eine schöne Truhe bauen. Boah, also die Steaks. Wahnsinn.
was da abgeht. Schön. Gut, endlich ausgerüstet. Ja. Bisschen kämpfen, einmal schlafen und dann kämpfen. Machen wir ein kleines Schläfchen, Schläfchen. Das machen wir jetzt sofort, Schläfchen, Schläfchen, Schläfchen. So. Naja, wenigstens die Tür mal ein bisschen zumachen können. So. Oh, jetzt steht er. Sehr gut. Zedernholz. Holz. Jetzt können wir endlich unsere Truhe machen. Oh, herrlich. Nein? So, wo haben wir's? Bücherregal. Bierfässer. Nein, nichts mehr? Okay. Oh, da brauchst du ja so viel Holz. Da brauchst du ja ewig viel Holz. Also, was ist denn jetzt hier los? Das reißt jetzt aber langsam ein hier, du. So, wir möchten kämpfen. Natürlich sind wir bereit. So, Phase 1. Kommen dann doch von unterschiedlichen Ecken immer wieder. Nett. Shit. Shit, ich wollte gerade heilen. Heilen gerade. Doof. Ich wollte mich doch gerade heilen. Ja. Oh Mann. Mann. Menno. Das bleibt unter uns, ne? Also bitte keinem erzählen, ne, dass der Van Geffen hier kläglich gescheitert ist. Kläglich. So, ein bisschen früher hier angreifen. Haut denn der mal bei mir zu? So. Läuft. So. Die wehren sich nicht, wenn sie mal da drauf bekommen. Schön. 4-4. So. Nochmal 5. Oh ja, also die sind ein bisschen doof, das stimmt. Na. So. Ja, ernsthaft. Na, dann heile ich mich halt. So. Arsch. Oh, erst hier. Das war wichtig. Ah, der hat's schon in sich. Kommt schon, Jungs, die Hälfte haben wir. So, Mücke weg. Einmal heilen. Warten. Loslegen. Zack, platt ist er. Das Monster wurde besiegt. Yeah. Und ein Lebenssamen.
Schön. Fünfundfünfzig. Großes Kino. Das da weg, das da weg. Ich wusste doch, dass du es schaffen würdest. Jetzt, dass alles erledigt ist, da ist. Also gut, ich erzähle dir mal, wie wir das anstellen werden. Hörst du mir auch zu? Ah. Barbara ist irgendwo in der Burg. Aber das wird natürlich nicht so einfach. Und was noch schlimmste ist, sie hat so einen Schweißertisch entworfen, weißt du? Komischer Metalltisch, an dem man alle möglichen Waffen... Ein Schweißertisch ist cool. Wenn diese Pläne hätten, wären wir in ein Geschäft. Aber das Problem ist, dass diese riesendiebische Monster sie stibitzt haben. Aber was sie geklaut haben, könnten wir zurückklauen. Das ist das erste Teil des Plans. Schleich dich in die Burg des Monsters und stehe diesem Bauanleitung. Ich werde hier bleiben. Warum bleiben die immer hier vorne in Säcke? Was guckst du mich denn so an? Arg, ist ja schon gut, verschon mich, okay. Ich werde mitkommen. Dieses eine Mal. Wir können zur Burg des Monster finden. Ich werde ein bisschen Zeit geben, damit du dich geistig drauf einstellen kannst. Okay. Ja, okay. Schön. Ausrüsten. Das Schild müsste reichen, sonst hätte ich noch einen Anzug. Wir müssten noch Ding machen. Noch eiserne Hämmerchen. Oh, guck mal. Schön, jetzt haben wir noch ein Schild. So, nochmal einmal. Dann uns mal ausrüsten gescheit. Ach, ich habe ja noch gar keine Truhe. Okay, dann könnten wir eigentlich... Kann ich den doch mitnehmen jetzt, oder? Willst du denn, sag bloß, du bist schon bereit zum Aufbrechen. Aber hör mal zu, David, es gibt da noch was, warum ich dich bitten möchte, bevor wir loslegen. Wenn die Jungs und mich die Rauffelos packt, steigt uns das Blut zu Kopf. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir heil in diese Burg mit Monster rein und wieder raus wollen. Regel Nummer 1, nimm so viel Arznei mit, wie es geht. Regel Nummer 2, bleib bei deinem Kumpeln. Regel Nummer 3, geh nicht zu vielen Risiken ein. Du musst wissen, dass du vorwärts sprechen solltest. Oh, und wäre noch was, wenn einer von unserer Truppe von den Monstern außer Gefecht gesetzt wird, kannst du auf deinen Kompass sehen, wo wir sind. Also dann, es wird Zeit, dass wir eine Bauanleitung holen. Schließ dich der Gruppe an. Kann ich die anderen mitnehmen? Burgmonster zu stürmen? Ich kann es kaum erwarten. Ah, ja. Und komm mit. Du kommst auch mit. Sehr schön. Jetzt haben wir alle drei zusammen. Einmal speichern. Einmal speichern, bitte. So. Und dann mal auf.